Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Deutschen Filmmuseum zu unserer Filmreihe On the Train, die Eisenbahn im Film. Und da darf einer natürlich nicht fehlen, das sind die Filme von Alfred Hitchcock. Wie kein anderer Regisseur der Filmgeschichte hat er sich dem Zug gewidmet und deshalb zeigen wir gleich zwei seiner Filme in diesem Monat, und zwar The Lady Wenicious und den Film Strangers on the Train. Und was es genau mit Hitchcocks Leidenschaft für Züge auf sich hat, das erfahren Sie nun in einer kurzen Einführung durch Cornelius Kern. Hitchcock liebt Züge, heißt sein Vortrag. Wir freuen uns schon sehr darauf. Cornelius Kern ist äußerst vielseitig. Der Mediendramaturg ist Festivalleiter des Mainzer Filmfestivals Films, arbeitet in der Sendeleitung des ZDF und als Kameramann für ZDF und den Hessischen Rundfunk. Gleichzeitig unterstützt er die freie Filmszene. Seine Filme aus der Zusammenarbeit mit Nico Kühnel liefen auf zahlreichen internationalen Filmfestivals. Und er ist nicht nur ein Hitchcock-Kenner, sondern er hat in seiner Arbeit die filmische Standardsituation im Zug definiert. Und jetzt kommt er und wir freuen uns darauf, Cornelius Kern. Hallo. Vielen Dank für die netten Worte. Und guten Abend, meine Damen und Herren, liebes Publikum. Ich freue mich, dass es so viele Interessierte gibt an dieser wunderbaren Reihe Eisenbahnfilm hier im Filmmuseum in Frankfurt. Und dass Sie es doch hier trotz der Hitze oder vielleicht gerade deswegen hier reingeschafft haben. Ja, Hitchcock liebt Züge. Dieses Zitat habe ich mal gelesen bei Recherchen für eine Arbeit. Und wenn man sich Hitchcocks Oeuvre anguckt, dann kann man das schon ein bisschen nachvollziehen. Angefangen bei den frühen Werken wie Number 17 oder The 39 Steps über Strangers on a Train, was ja jetzt auch, wie gesagt, hier im Kino in der Reihe läuft, bis North by Northwest. Hitchcock mochte es, den Zug als Handlungsort in seine Filme einzubauen, auf welche Weise auch immer. Der Zug kann den Rahmen um eine Geschichte bilden, wie in Shadow of a Doubt, wo die Gefahr und das Grauen mit dem Zug kommt und später wieder abfährt. Es können kurze Begegnungen sein, die dann aber das ganze Leben auf den Kopf stellen, wie in dem erwähnten Strangers on a Train. Oder aber die ganze komplette Handlung spielt sich im Zug ab. Der Zug ist ein Faszinosum. Man ist unterwegs, man ist in Bewegung, aber doch an einen vorgefertigten Weg gebunden. Für den Film bedeutet dies, man hat es mit einem mobilen Handlungsraum zu tun. Was macht es also so interessant, die Handlung einer Geschichte oder Teile davon in einen Zug zu verlegen? Ein bedeutsames Charakteristikum ist natürlich, dass der Handlungsraum begrenzt ist. Die Figuren befinden sich in einem Raum, den sie nicht verlassen können, wie in einem Kammerspiel, während sie sich dennoch fortbewegen oder je nach Standpunkt die Welt an ihnen vorüberzieht. Hieraus entsteht oftmals ein Zeitdruck und damit Spannung, da vielleicht etwas Bestimmtes erledigt werden muss, bevor der Zug sein Ziel erreicht. Dadurch, dass sich Züge nun aus bestimmten Gründen immer ähneln, ist bei Eisenbahnfilmen außerdem folgender Effekt zu erkennen: die Standardsituationen. Man sollte ja ohnehin denken, so ein Zug ist überschaubar, das sieht bestimmt immer alles ähnlich aus, aber trotzdem ergeben sich erstaunlich viele Möglichkeiten und damit kommen wir aus dem Kammerspiel heraus. Zunächst ist zu unterscheiden, handelt es sich um einen normalen Personenzug, woran man wahrscheinlich immer zuerst denkt, oder vielleicht um einen Güterzug, auch das ist möglich. Es ist natürlich der vorangegangenen Handlung geschuldet, wie die Protagonisten auf einen Güterzug gelangen. Meist nicht legal und meist ist die Handlung mit mehr Action verbunden. Und ein Güterzug kann auch vielfältig sein. Man kann auf ihm vom Anfang bis zum Ende klettern, über offene oder solche Holztransportwaggons, oder man landet in einem geschlossenen Waggon, in den sogenannten Boxcars. Dies sehen wir zum Beispiel bei Number 17 aus dem Jahr 1932. Hier wird der Güterzug als Fluchtmittel von Gangstern benutzt, die mit ihrem Diebesgut eine Fähre erreichen wollen. Natürlich werden sie verfolgt und so befinden sich letztlich etliche Personen auf dem Güterzug, die sich verfolgen, die wiederum nach der Diebesbeute suchen, die verschwunden ist, die sich misstrauen, alles während sie auf dem Weg zur Fähre sind. Was letztendlich gipfelt mit dem außer Kontrolle geraten des Zuges,
der ungebremst in den Hafen rast und größtenteils im Wasser versinkt. Die andere Zugart ist der Personenzug. Der Unterschied ist naheliegend. Man kann ihn normalerweise bequem im Bahnhof betreten und ist für die Menschen eher als im Güterzug eine normale Umgebung. Betrachten wir jetzt Hitchcocks Filme, dann stellt man fest, wie gewisse Standardsituationen von ihm perfektioniert worden sind. Standardsituationen deshalb, weil sie immer wieder zu sehen sind. Und zwar kann man den Handlungsraum Zug in zahlreiche Unterräume unterteilen. Es gibt die klassische Abteilsituation, hier kann sich eine Figur alleine oder mit einem Partner befinden, in einem privaten, vielleicht sogar intimen Bereich. In diese Privatsphäre kann ein Antagonist eindringen oder der Protagonist stößt hinzu in eine Gruppe. Die Speisewagensituation nimmt die Eigenart eines öffentlichen Platzes ein als neutrales Terrain. Eine hierfür typische Situation wäre eine Dialogszene am Esstisch vor dem Fenster, durch das die vorbeiziehende Landschaft zu sehen ist. Ein weiterer Schauplatz ist der Gang mit seiner Eigenart, dass er zwar einen Fluchtkorridor darstellt, der aber nur eine Richtung hat und die Gewissheit vermittelt, dass der Fluchtweg im Grunde nirgendwo hinführt, sondern eine Sackgasse ist, die spätestens am Ende des Zuges abgeschlossen ist. Vorher jedoch gibt es die Möglichkeit, die Figuren in den Gepäckwagen gelangen zu lassen. Wenn es die noch gibt, die werden natürlich gerne eingefügt, um mehr Handlungsorte zu haben. Hierin bieten sich wiederum zahlreiche Möglichkeiten. Was befindet sich noch in dem Gepäckwagen? Hier kann man auch in Ruhe einen Zweikampf austragen oder sich auch verstecken. Wenn das immer noch nicht reicht, kann man die Handlung nach außen verlegen und die Protagonisten auf dem Dach herumrennen lassen. Das geht unweigerlich mit vermehrter Action und Stunts einher. Das sind tatsächlich Standards, die immer wieder auftauchen, was den Begriff Standardsituationen durchaus rechtfertigt. Zudem muss man erwähnen, dass diese Perfektionierung durch Hitchcock andere Filmemacher maßgeblich beeinflusst hat. Verschiedene James Bond-Filme, allen voran Liebesgrüße aus Moskau, in dem eine recht lange Sequenz im Orient Express spielt, den James Bond in Istanbul betritt und irgendwo im ehemaligen Jugoslawien wieder verlässt, hat viel von dem hier aufgezählten zu bieten. Und nicht zuletzt Brian De Palmas Mission Impossible zeigt uns die entsprechenden Standards, natürlich mit Anpassung an die heutige Zeit, wenn Tom Cruise auf dem schätzungsweise 300 km/h schnellen TGV herumklettert. Diese von Hitchcock früh begründeten Muster werden also gerne in zahlreichen anderen Filmen übernommen. Man muss aber natürlich auch sehen, dass mit dem Handlungsraum auch der Inszenierungsraum tatsächlich begrenzt ist und daher alle Möglichkeiten, die sich bieten, immer ausgeschöpft werden, wodurch sich diese Situationen auch immer ähneln. Erwähnenswert finde ich auch, nicht ohne Grund, an diesem Abend einen Film von 2005, der hier zwar aus der Rolle fällt, weil er nicht im Zug, aber im Flugzeug spielt. Es handelt sich um Flight Plan von Robert Schwentke mit Jodie Foster. Man kann es natürlich als weitere Anpassung an unsere Zeit betrachten, da sich das Muster der Standardsituationen im Zug problemlos auch auf das Flugzeug anwenden lässt. Ich erwähne diesen Film aber hauptsächlich, weil die ganze Handlung auffallend dem Film gleicht, den wir heute Abend hier sehen wollen. Ich will natürlich nichts Inhaltliches verraten, aber der Titel sagt es ja bereits, eine Dame verschwindet. Und andere Personen, beziehungsweise eine andere Person, sucht diese Person. Wo ist sie abgeblieben? Sie kann auch nicht aus dem fahrenden Zug verschwunden sein. Oder gab es die Dame denn überhaupt? Nichtsdestotrotz suchen wir etwas in einem Zug und der Zug ist lang und das bedeutet, dass unsere Protagonistin wohl einige Standardsituationen durchlaufen muss. Die eine oder andere wird Ihnen nun bestimmt auffallen. Weiter möchte ich den Start jetzt gar nicht hinauszögern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche viel Vergnügen und gute Unterhaltung bei The Lady Vanishes von Alfred Hitchcock. Vielen Dank. Dankeschön.